alle zusammen und willkommen zurück. Heute sehe ich ein bisschen komisch aus, tut mir leid. Ich habe gerade eine Gesichtsmaske und habe mir gedacht, ich lasse sie so lange einwirken, wie ich das Video drehe. Ich bin gestern Abend leider mit Make-up eingeschlafen und habe mir gedacht, ich tue heute was Gutes für meine Haut. Heute möchte ich mit euch die neue Glossy Box für den Monat September auspacken. Und zwar ist das die Day and Night Edition. Voll das schöne Design, hat auch so ein bisschen Struktur. Ich finde die voll schön. Ich bin mir zwar nicht so sicher, okay, sie ist halt schwarz und weiß. Aber ich finde, sie passt jetzt nicht so zu Day and Night. Aber sie sieht schön aus, nicht? Ja, und dann packen wir sie einfach mal zusammen aus. Da ist das Magazin, wie immer, mit der Schleife. Heute mal ein anderes Schleifenband in Neon-Rot-Orange. Das Magazin sieht echt super aus, aber da schauen wir dann später rein. Ja, und dann machen wir das Ganze mal auf. Es scheint sehr wenig oder kleine Produkte zu haben dieses Mal. Also es sieht ein bisschen mager aus, aber es ist nicht so schlimm, wenn die Produkte trotzdem gut sind, nicht? Das Erste, was mir auffällt oder in die Hände fällt, ist ein Alverde Matte Lipstick in Lilac Passion. Okay. Ah, okay, kann man rausdrehen, okay. Probieren wir gleich mal. Ja, das sehe ich, ist eine schöne Herbstfarbe, wenn ich jetzt mal so sagen darf. Also ich glaube, das wird mir ganz gut gefallen. Schauen wir mal, ich werde es testen. Alverde ist ja Naturkosmetik, finde ich immer nicht schlecht. Für einen atemberaubenden Matteffekt und hohe Farbintensität. Die cremige Formulierung mit einer Kombination aus wertvollen Wachsen und Ölen lässt sich leicht auftragen und schenkt den Lippen ein gepflegtes Erscheinungsbild. Durch den praktischen Drehmechanismus ist die Mine komfortabel rückdrehbar. Okay. Ich finde das eigentlich ganz nett. Lippenstifte gehen immer. Ja, okay. Dann haben wir einen Nagellack in einem Knallrot von Love, Long Lasting Nail Lacquer in der Farbe Remarkable Red. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Ich hab schon mal einen in der Glossy Box gehabt. Das war so ein nudefarbener, taupefarbener. Und du brauchst zwar drei Schichten, bis er deckt, aber der hebt wirklich lange. Also erstaunlicherweise. Und die Farbe ist genau meins. Ich mag eigentlich rote Nagellacke volle gerne. Wird definitiv benutzt. Dann haben wir was Lilanes von Chris Farrell, Lash Extension Spezialgel für dichtere, längere Wimpern. Ah, okay. Die Verpackung ist voll schön. Ja, die ist so matt da und dann oben das Gold. Sieht voll nett aus, finde ich. Sieht gut aus. Probier mal, ich habe sowas noch nie ausprobiert, weil ich habe eigentlich von Natur aus relativ lange Wimpern. Ah, okay, ist ein Bürstchen. Gut, okay. Sieht aus wie ein Mascara. Wird getestet. Ich werde euch dann berichten, ob das funktioniert oder nicht. Dann, das habe ich schon in der Sneak Preview gesehen. Und zwar ist das der Bloom Mascara in Jet Black von Manakadar. Hat eine ganz witzige Form. Ich werde den jetzt nicht aufmachen, aber der sieht so verdreht aus, wenn man das so sieht. Ganz witzig. Und der soll angeblich richtig gut sein. Step 3 Perfect. Steht nichts weiter drauf. Ist nochmal extra eingepackt. Machen den mal auf. Aber den werde ich jetzt trotzdem nicht aufmachen, weil ich habe momentan so viele Mascaras offen. Aber er wird getestet werden. Okay. Und dann haben wir noch True and Luscious Camera Powder Invisible Setting Powder. Okay. Von True and Luscious. Okay. A multitasking invisible setting powder that perfectly sets makeup. Inspired by Hollywood's makeup artists. Okay. Okay. Verpackung sieht so aus. Camera Powders klingt nie schlecht. Das muss man versuchen aufzukriegen. Da oben ist wieder so ein kleiner Sticker dran. Oh, das ist auch echt gut eingepackt, hey. Okay, also ist so ein ganz normales weißes Puder in einem Pfännchen, transparent. Oh, fühlt sich echt gut an. Okay, yep, wird definitiv auch benutzt. Ja, und dann war's das schon. Nicht viele Produkte, aber ich muss sagen, gefallen mir eigentlich ganz gut. Wir schauen nochmal in das Glossy Magazin rein.
Day and Night. Okay. Also, als allererstes haben wir doch mal den Mascara. Kostet 26 Euro. Bürstchen, das Bürstchen dieser Mascara erweckt den Eindruck, es könne zaubern. Zwischen seinen ultradichten, spiralförmig angeordneten Faserbürsten nimmt es jede Menge des Produkts auf und gibt es nach und nach an deine Wimpern ab. Das Ergebnis: intensives Volumen, optische Verlängerung und ein wahrlich zauberhafter Augenaufschlag. Zusätzlich spendet seine tierversuchsfreie Formel Feuchtigkeit, sodass die Härchen den ganzen Tag und am Abend maximal frisch aussehen. Okay, 26 Euro kostet das Ganze. Dann haben wir nochmal das Puder. In Zusammenarbeit mit dem besten Make-up-Artist Hollywood kreiert, gehört dieses Setting Powder in jedes Beauty-Case, denn das talgfreie, farblose HD-Puder eignet sich für alle Hauttöne und ist ideal, um Unregelmäßigkeiten, Rötungen und ölige Stellen zu kaschieren. Seine vegane und tierversuchsfreie Formel sorgt für ein ebenmäßiges Finish, sodass deine Haut bei jeder Art von Beleuchtung einfach makellos aussieht. Okay, kostet auch wieder 26 Euro, da sind wir schon bei 52. Ja, dann haben wir noch die Lash Extension Chris Farrell Cosmetics. Natürlich lange Wimpern und dichte Augenbrauen innerhalb kürzester Zeit. Okay, das ist auch für die Augenbrauen. Das ist natürlich super, weil ich habe so ein paar kahle Stellen und dann werde ich das wahrscheinlich eher für die Augenbrauen nutzen. Weil meine Wimpern sind jetzt eigentlich schon relativ lang. Da brauche ich eigentlich nichts. Auf jeden Fall kostet es 22,50. Also sind wir dann bei 74. Also knapp 75 Euro. Okay? 75, okay, 74, jawohl. Der Nagellack, gleich hier unten, kostet 6 Euro. Also sind wir bei 80 Euro. Und der Lippenstift hier oben kostet 3 Euro. Okay. Sind wir bei 83 Euro für die Box. Sind zwar nur so ein paar Kleinigkeiten, aber das macht schon ganz schön was aus, nicht? 83 Euro ist schon super wert, wenn ich mir überlege, dass ich für die Box 15 Euro zahle. Ist nicht so schlecht. Und ich muss sagen, die Produkte gefallen mir diesmal eigentlich echt gut. Die werde ich auch definitiv alle nutzen. Also, warum nicht? So, und wie heißt denn die neue Edition? Oh, hier war auch Judith Williams Cosmetics drin. Hätte mich auch interessiert. Und die nächste Edition im Oktober, die mich erwartet, ist die Creme de la Creme. Du hast die sonnigen Tage genossen und nun braucht deine sonnengeküsste Haut besonders viel Aufmerksamkeit. Jetzt sind reichhaltige, samtweiche, durchfeuchtende Texturen und Beauty-Helfer sowie ganz viel Ruhe und Entspannung angesagt. Gönn deinem Body nur das Beste mit deiner Glossybox Creme de la Creme Edition. Verwöhne und pflege ihn nach allen Regeln der Kunst mit den ausgewählten Pflegeschätzen deiner Oktoberbox. Ja. Ja, klingt doch nicht schlecht. Pflege ist immer gut. Ich muss sagen, ich war eigentlich ganz zufrieden jetzt mit der Day and Night Edition. Wie hat euch diesen Monat die Box gefallen? Habt ihr sie auch? Habt ihr auch die Glossy Box abonniert? Lasst mir gerne einen Kommentar unten unter dem Video da. Gerne auch einen Daumen nach oben. Bleibt einfach dabei. Ich sehe euch einfach beim nächsten Video. Und bis bald!